Platz zum Erhöhen der Dichte. In der Hoffnung, dass jetzt vielleicht nie. Er will einfach keine Leute einstellen, das ist mir ein Rätsel. Ein absolutes Rätsel. Gucken ganz kurz auf Forschen. Müll-Atomizer. Sind in der dritten Stufe. Hier, keine Leute da. Von 16.000 Mitarbeitern sind keine Leute da. Es ist irgendwie ganz schön dreist. Muss ich ja sagen. Machen wir hier mal ganz kurz Stopp. Gucken Wohngebiet, wie sieht's denn da aus? Hey, halt, jetzt reißen wir. So. Und dann bitte einmal Bevölkerung, aber ganz zackig. So, noch einen klassischen Park in die Mitte setzen. Dass sich hier auch alle gerne wohnt. Und vielleicht noch einen kleinen hier hinten dann. So. Hier noch einen kleinen. Polizei, was will die? Verbrechen regieren. Wow. Oh mein Gott. Ich hab die auch vorhin erst alle freigelassen. Das dauert ein Stück. So, dann hoffe ich, dass jetzt ja gleich ganz viele Leute anfangen zu arbeiten und in unsere Stadt kommen. Alle haben wieder zugemacht, die Leute. Das Casino hat auch noch zu. Alter, gibt's doch. Und jetzt sind wir erstmal wieder im grünen Bereich gerade zu. Da hoffe ich mal, dass es jetzt ein bisschen schneller geht. Mangel an Arbeit, und das habe ich schon gesehen. Ja, jetzt kommen wir wieder auf den grünen Zweig ganz langsam. Jetzt kommen wir langsam mal sicher wieder dorthin, wo ich hinkommen möchte. Arbeiter, damit hat die Stadt ja ein echtes Problem. Ich muss sagen, ich weiß ehrlich nicht wirklich warum, aber die Stadt hat damit ein Problem. Man sieht nochmal überall Arbeiter hin. Was? Überall brauchen die Mitarbeiter. Heilige Scheiße. Na, Prost Mahlzeit. Hier, wie sieht's denn aus? Commercial. Naja, Hammer und ein bisschen was, aber wieso suchen die bei Arbeiter? Sind die Leute hier zu gut oder zu schlecht? Ich sollte vielleicht noch ein bisschen von dem Industrie, von der Industrie weg. Würde sagen, machen wir hier noch mal. Moment. Gut, den lassen wir.
als Gummirsche und hier mal Wohngebiete hin. So, nicht genug Arbeiter, ja. Versuche gerade schon was zu machen, dass wir hier ein paar mehr Leute haben. Niedrig Grundschutzpreis, Alter. Das ist doch ein Witz. Überall arbeiten die Normen. Und jetzt haben wir das Wellenkraftwerk frei. Sehr schön. Und ein Luftballon. Ganz viele Luftballons. Ich mag den Park. Hier ein Lama. 101 Einwohner, wow. Bin ich schon begeistert. Ist ja schon richtig viel. Ich lasse das Casino einfach mal noch offen in der Hoffnung. Oh, Leute, kommen wieder dazu. Kein Forschungsprojekt. Also forschen wir denn mal. Die Skibritten, die machen wir mal. Ja, den Mördermeister könnte ich ja dann machen. Wie viel kostet der? 75.000. Ach, das machen wir. Das machen wir. Gut. Ich will endlich, dass das Casino wieder aufgemacht wird. Verdammt. So ein Mist. Keine Ahnung warum, aber auf einmal ist es jetzt richtig eingebrochen. Das ist ja... Entschuldigung. Ist ja richtig großer Mist. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich meine... Hier sind, kommen ja auch Touristen an und alles. Ha! Also risch wäsch an die. Wir haben nicht genug Mitarbeiter. Ich gucke mal, was Feuerwehr. Ja, Chemie brennt, ich hab doch Hilfe. Von Commercial ist ja Commercial, Wohngebiet, Wohngebiet. Hier ist noch relativ viel Commercial. Dass ich hinten das vielleicht nochmal wegnehme. Eben zwar ist dann zwar schade ums Geld, aber was soll es? Wieso ich jetzt hier auf einmal keine Leute mehr sind und alles? Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, hier ist gut besucht, hier sehr auch sehr gut besucht. Aber hier oben will einfach kein Schwein arbeiten. Gerade hier von Touristen her, es würde sich doch sogar lohnen. Guck mal, wie Leute wir jetzt hier wieder als Touristen haben. Überall will hier niemand arbeiten. Ich muss sagen, es ist schade. Wirklich schade, dass es so ist. Ja, was machen wir da? Oh, wir haben jetzt über 30.000 Leute. Immer noch will keiner hier irgendwo arbeiten. So. Mach mal als erstes das Casino auf. Gucken wir jetzt mal, ob jetzt was passiert. Es ist gerade 5.20 Uhr, das ist gute Arbeitszeit. Sind euch die Casinos zu gut oder zu schlecht?
kann gegen beides was machen. Also ich verstehe es ehrlich gar nicht gerade. Versteh's nicht. So ein schönes Casino eigentlich. Das ist blöd. Wo bleibt das Omega? Haltet die Klappe. Ah. Wie sieht's denn? All den Geschäften geht schon wieder gut. Ein paar Fabriken wird jetzt noch ein bisschen was gesucht, aber an sich ist es besser geworden. Es ist tatsächlich besser geworden. Ich sage, wir warten einfach mal noch. Aber ich stelle noch Leute ein. Bauen wir hier mal noch überall Wohngebiete hin. Es ist ja fast schon schockierend, dass ja nirgendwo jemand wohnen möchte. Und es baut sich Annie aus. Wir müssen doch eigentlich alle mir die Bude einrammeln. Verstehe, dass einer wer will. Kann es sein, dass zu viel Tourismus vielleicht nicht gut ist? Ich gehe noch mal ganz kurz rüber nach Akademie-Dschungel. Und dort werde ich jetzt mal das Casino abreißen. Da können dann die Touristen alle zu mir nach Araberium und hier machen wir dann wirklich komplett Omega. Ich meine, hier machen wir Gewinn und so weiter und so fort. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist irgendwie schon schade. Ja. Oi. Ne, das ist ein Anzeigefehler. Ich wollte jetzt das schon sagen. Hier ist jetzt alles versorgt. Wo haben wir's? Hier. Aber ich mache hier auch so schöne Gewinne. Ich mach's erstmal zu. Ich mach's jetzt einfach erstmal zu. Abwasser. Brauche ich. Sehe ich ein. Wasser, ne, Wasser ist okay. So, Wohnraum ist klar, dass immer das angreitet und Autos haben wir auch jede Menge. Ich bin gerade am überlegen, hier das vielleicht wieder zu kappen. Ihr werdet mich jetzt dafür hassen, das weiß ich. Aber ich kapp das trotzdem. Na, komm. Komm. Alter! Dann bleibt's halt. Mal. So. Jetzt ganz schnell wieder verbinden.
Und hier der Kreis findet, bring ich, der Kreis findet, bringe, der Kreis bringt meiner Meinung nach mehr. So, das habe ich jetzt gesagt, ohne mir 10-mal einen Knoten in die Zunge zu reden. Das machen wir zwar auch wieder ein bisschen weniger gewinnen, aber ich denke, es ist trotzdem okay. Und vom Fahren her müssen jetzt alle wieder unten rum. Unten rum oder... Ach, oben rum habe ich keine Verbindung. Ach, dann muss ich ja alles über... über unten quälen oder dann über hier. Gut, jetzt haben wir wenigstens noch einen Punkt, ne? Ich denke, das bringt dann auf jeden Fall noch mal ein paar Pluspunkte. Gerade wenn man hier sieht, was hier an Traffic so reinrauscht, weil hier oben könnte ich mir denken, warum ist es so wenig? Nicht genug Arbeiter, nicht genug Arbeiter. Niedrige Grundstückspreise. Naja, gut. So, ich speichere jetzt erstmal. Speichern. Und nochmal. Ja, Spiel fortsetzen, Spiel speichern. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt: Das Erzgebirge mit Stuckenwurzel, Arabergen und Akademie-Dschungel. Bis dahin, tschüss.